dritter Part. Ich glaube, vier machen passt. Für heute? Ja, also vier machen passt und da liegt was. Nein. Nein. Ja. Einfach nein. Nö. Scherz. Also ich sehe schon ganz klar, was es ist. Ja, ich sehe das auch. Das ist ein Kampf. Ich darf das Objekt öffnen. Nein. Doch, Forschers Instinkt geht vor. Öffne das Ding. Ja, stopp. Oh, der Kampfplatz ist vergiftet. Oh, wow, er ist tot. Er hat sich gar nicht mehr richtig gewehrt. Bin ich gerade durch die Leiche von dem durchgegangen? Ja. Leichen haben keine Colliding Box. Ich stecke im Kampf. Ich weiß nicht, in diesem Spiel. Ja, gut. Das Spiel ist aber stell dir das mal vor, die Leichen könnten blockieren, ne? Und dann liegt da so eine Leiche an dem wichtigen Durchgang und du kommst nicht mehr durch. Das wäre doch auch scheiße, oder? Ja, dann hätte ich es zumindest so gemacht, dass man die Leiche wegschieben kann oder so aus einer Art. Dann kann man es ja noch schlechter. Dann wird man sich hier irgendwann komplett verbaut haben. So, hier geht's nicht durch. Ich glaube, das ist schon ganz gut zu. Doch, ab ins Loch. Ab ins Loch, wo war das Loch nochmal? Ach, hier, ja, da. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Na, da wollen wir mal. In der U-Bahn. Verdammt! Yay, töten! Jetzt kommt erstmal. Warte mal, stopp! Du musst deine Waffe umstellen auf biologisch. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen sie raus, sobald wir wissen, was die Geth suchen. Es sind nicht die Geth. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Geth hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geth überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geth-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geth überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geth. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Wir haben Ausweis. Jetzt können wir arbeiten gehen. Nein. Zur Information, ne? Garrus ist ein Turianer. Hier war jetzt einfach ein Turianer. Ich möchte nicht, dass ihr das verwechselt. Und jetzt schalte ganz schnell mal auf biologische Abwehr um, weil sonst wirst du von dem sich ganz zerfleischt. Also ja, mach mal Grades auf biologisch schalten. Das ist jetzt gerade nicht möglich, weil die jetzt mich gerade ein bisschen vollgespammt haben. Wo kommen die übrigens auf einmal alle her? Ich sterbe! Ja, drück Escape! Dann kannst du das machen. Das geht auch während des Gefechtes. Alle tot. Das vergiftet sie doch. Ich bin so inkompetent, ey. Ach was, dieser Kampf ist sowieso nicht so. Eigentlich gar nicht, der ist nicht so einfach, wenn man sich so überraschen lässt. Also, es ist eigentlich unmöglich, sich nicht überraschen zu lassen. Ich meine, man kommt raus, man redet mit der auf einmal, flupp, oh, da sind voll viele Gegner, was mache ich jetzt? Also schon fies, finde ich. Naja gut, ich hoffe mal, dass jetzt es leichter wird. So. Ach hier, da geht's. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten!
Ein Kroganer. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ach ja, du wolltest ja noch was zum, wie hieß er nochmal? Toriana oder sowas? Toriana? Der? Ja. Ja, also. Wolltest du was zu sagen? Ja, das. Ja. Ja, also das wird jetzt ziemlich vorwegnehmen, was so in Sue's Hope passiert. Deswegen würde ich das lieber mal lassen. Aber ja, gut, ich kann auch so sagen, ne? Dann lassen wir es, ne? Weil Spoiler wollen wir ja nicht. Ich kann nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemanden... Ja, das kam sehr gerade unpassend. So ein Arschloch. Es ist nur die Frage, warum greift der Typ uns an? Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Wie geil der Typ einfach ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir, also der hat uns mit Elizabeth angesprochen, was ich konnte dem Ausweis haben. Benutzer nur keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Sue's Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Sue's Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Sue's Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Sue's Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Sue's Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Was für ein Typ. Diplomatische Warnung. Ja. Gut, wollen wir mal weitergehen. Das Schiff hochjagen. Jetzt werden wir gleich ganz gemein den Gate was ganz Wichtiges abtrauen. Und dann wird es ganz, ganz dolle Aua tun bei denen. Was machen die da? Tun die gerade das Ding anbeten? Dazu wird dir Tali wahrscheinlich gleich was sagen. Wie geil das einfach nur aussieht. Ja, wirf eine Granate runter, komm. Was war nochmal Granate? Ich hab gerade die Taste vergessen. Ja, R für Granate. Hier, wär glücklich damit. Granate. Oh, ich muss R drücken. Ich muss zweimal R drücken. Die Gate benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gates sind ziemlich gründlich.
Dieses Gebäude scheint den Geth wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Ach, war Liara, die das sagte. So, ja, dann da rein. Müssen wir nämlich noch ein bisschen mehr suchen, aber ich habe total vergessen, wie es nochmal ging hier. Ach, wir müssen da einen Shot schließen. Ach ja, stimmt. Dann macht's. Stimmt. Oh. Ja, man sollte nicht in Scharfschützen reinlaufen. Da. Kannst du bitte einen deiner Kameraden anweisen, auf die einen Schock zu wirken, einen Wurf, werfen, ziehen, sonst irgendwas und die Teile landen am Boden und du kannst sie ganz einfach ausschalten. Das nächste Mal. Das ist einfach mal mein Problem. Ich sag's dir jedes Mal und machst es nie. Ich weiß gar nicht, irgendwie. Ist genauso wie bei 4.2, da kann man auch Zeitlupe aktivieren. Ich hab's nie gemacht. Oh nein, mittelschwere Dechiffrierung. Ja. Das sind ein paar mehr rote Blöcke. Oh, jetzt bin ich da genau reingelaufen. Das soll man natürlich nicht machen. Lagging! Oh nein, gescheitert. Halt so. So, runter ging es dann nicht. Ja, ich glaube, ein Part noch ein reiches, oder? Ja. Ein Part ist noch dran. Ja, dann beenden wir mal den Part und dann sehen wir uns gleich wieder.